Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in der selben Situation. Mein Name ist Mauxmein und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal und in diesem Gameplay. Und es geht weiter im Programm. Wir haben da hinten noch so ein Rätsel, aber ich weiß nicht von der letzten Folge, wie ich den lösen soll. Wenn ihr Bock habt, guckt da rein. Vielleicht habt ihr eine Lösung. Schreibt's in die Kommentare. Warte mal, aber es gibt auch keine Hinweise oder sowas, ne? Also normalerweise in der Regel müsste es Hinweise geben. Aber es gibt keine. Und hier, eine Kiste haben wir da, ja. Ach, da sieht doch mal einer, aber da ist auch nichts drin. Da ist aber auch kein Hinweis drin. Wir haben nur diese Flammen hier. Aber sonst nichts hier. Also wir können uns da unten runterstürzen, aber... Ich glaube nicht, dass wir, dass es so gedacht ist. Also, ich weiß nicht, wir können auch da hinten runterlaufen. Wir laufen mal da hinten runter. Weil ich weiß jetzt nicht die Lösung für die Dinger da hinten. Ich habe es jetzt probiert. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Das sieht aber wunderschön aus. So. Zwei alte Bäume, der Wasserfall und hier der Huske Mutzke Schrenzke. Ne? Oder wie die den nennen. Wir müssen jetzt eine neue Stimme erlernen. Aber den Horn haben wir immer noch nicht. Wer ist das? Da. Ich komme. Ja. Folge der Stimme. Ich folge der Stimme. Wort der Macht gelernt. Dahin schwinden ethische Gestalt. Okay. Oh, wir haben ein neues Wort gelernt. Wunderbar. Wunderschön. Gucken mal, ob wir hier eventuell einen Geheimgang finden hinterm Wasserfall. Oh ja. Es ist wirklich einer da. Ich habe es nicht gedacht, aber das ist... Nein, nicht jetzt. Hör auf, leg dich schlafen, Habibi. Wallah, leg dich schlafen. Haram, nein, lass das. Ich wollte mich doch nur bereichern an deinem Gold. Ja, du brauchst es nicht mehr, du bist doch schon tot. Lass es. So, den Wächter haben wir schon mal umgebracht. Ach, so ein Eisenschwert, ey, das ist ja voll... Genial. So, dann gucken wir mal hier rein. So, das Eisenschwert haben wir. Oh, das Eisenschwert. So, war nichts Besonderes eigentlich. Ich hätte mehr erwartet, wenn man schon bis hier unten runter kommt. Ne? Also, wir sind hier unten. Kennst du den? Wir sind hier unten. Aber hier gibt es auch keine Hinweise. Ich wüsste nicht, wie ich das Ding öffnen soll. Wie soll ich denn das aufmachen? Ich verzweifle langsam. Da ist auch noch mal was, siehst du? Nehmen wir mal unsere Fackel zur Hand, damit wir auch mal was sehen. Ah, diese alten Nordleute, die hatten so viele Schätze von ihren Raubzügen mitgenommen, dass sie mir alles hinterlassen haben. So, okay. Haben wir noch was hier? Nein. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Nordmännchen. Ein Sandmännchen. Nordmännchen. So, aber sonst ist leider nichts mehr hier. Okay. Dann bewegen wir uns erstmal Richtung diese geheimnisvollen Tore mit der Verschlüsselung. Anno 2000 vor Christus. Was für 2000, bestimmt 4000, ey. 5000 vor Abraham. Nee, nicht vor Abraham, aber zumindest eine lange Zeit. Jetzt regnet es noch draußen auch noch. Das gibt's doch gar nicht, du. Das erste Tor öffnet sich. Das zweite Tor öffnet sich. Das dritte Tor öffnet sich. Das zweite Tor öffnet sich. Das hier öffnet sich. Das öffnet sich, das schließt sich. Das öffnet sich,
Okay, dann machen wir es so. Nein. Das öffnet sich. Das öffnet sich. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich denn da jetzt dahin durchkommen, ey? Hüske Mützke. War nochmal das Wort der Macht hier. Wir müssen aber da durch. Wenn wir nicht da durchgehen. Da. Wir waren schon in dieser ganzen Höhle hier drin, ey. Das ist ja ein riesiges Gedönst hier. Wir müssen hier hin, Reise nach Solzheim. Hier bin ich, aber ich komme nicht hier durch. Wie geht der mit der Turbo wieder, mit dieser Turbo-Taste? Warte mal, Turbo. Kann er denn schneller laufen? Wie war denn das nochmal mit dem schneller laufen, ey? Das. Hützke Mützke, schneller laufen. Ah, ich weiß wie, jetzt ich weiß. Haha. Wie hieß es denn nochmal hier? Adrenalinschub? Nein. Wirbelwindsprint, genau. Den musst du machen. Habibi. Nicht mit mir. Wer kommt jetzt? Wer kommt? Es kommt keiner. Ich habe schon gedacht, ich könnte jemanden den Schädel spalten wieder. So, und was kommt keiner? Bisschen. Oh, da habe ich mich wieder zu früh gefreut. Wo bist du? Oder sind das nur die Tore gewesen? Sind das nur die Türen gewesen? Die Türen. Wir sind so schnell durchgelaufen, dass ich gar nicht gecheckt habe, was eigentlich hier. Ist da was? Nee, da ist nichts. Die Fackel ist wieder zu Ende. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Fackeln. Wir müssen aber auch mal wieder neue Fackeln besorgen. Wir gehen zu viel durch dieses ganze. Ach so, hier. Was ist das denn jetzt wieder für ein Spielchen? Wer weiß, was das bedeutet da? Willi, Chot. Aha. Na kommt her, ihr kleinen Biester. Hör auf damit. Warum lässt ihr mich nicht einfach in Ruhe? Leg dich schlafen. Mama ist da. Oh, ich habe nicht gesehen, dass Mama da ist. Oh, Mama war da. Adonarsch. Ach, das war aber jetzt, ne? Die Mutti war da. Aber jetzt schwit. Okay. Wir machen mal den. Kennst du den? Und kennst du den? Adonarschen. Das ist die 7. Adonarsch. Er schwebt förmlich davor. Den tut doch Feuer nix. Da, die Mutti kommt.
Das war's für dich, ne? So. Dann gib mal dein Frostgift her, meine Güte, da. So, da war auch da. Ja, da haben wir die erledigt, da, ne? So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen hier rum. Wir können ja mal ein bisschen was von seinen Eiern hier nehmen. Da ist leider nichts mehr. Hier. Hier, Spinnenei. Da hätten wir auch noch mal ein bisschen Spinneneier. Sehr gut, auf die Idee musst du erst mal kommen, ne? Da musst du erst mal drauf kommen, da. Da musst du erst mal drauf kommen. So. So. Holztür öffnen. Wir haben die Holztür geöffnet. Wir laufen jetzt durch. Okay. Ich steck die Axt erstmal weg. Ja, zieh mal am Seil. Hopp. Ah, Mann, Mann, Mann. Was ist denn jetzt? Was passiert jetzt? Ei. Nein, nicht schon wieder irgendwelche Rätsel. Ich sehe schon, ey. Das sind so riesen Zangen. Aber da haut er die ein auf. Uff. Was soll das bedeuten, ey? Was soll denn das jetzt schon wieder bedeuten? Warte mal. Lass mich mal hier gucken. Kann ich hier durch? Nein, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay. Ich werde empfangen in den heiligen Hallen. Ich hoffe, keiner von euch schaut mir den auf den Kopf hier. Nee, auch nicht. Passiert nichts. Bis jetzt alles ruhig. Ne? Und dann ja, ruhig. Ach, da. Guck mal hier. Da ist es. Warte mal ganz kurz, bevor wir da hingehen. Oh, ich möchte nicht den Moment kaputt machen, deswegen. Oh, gescheitert. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Lies die Nachricht. Was? Wie kann ich denn scheitern? Rätselhafte Notiz. Abgeschlossen, lies die Nachricht, trifft dich mit dem Dieb des Horns. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen, dringend. Mietet das Drachenzimmer im Gasthaus, schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen, ein Freund. Okay, wir gehen nach Flusswald. Wir gehen jetzt nach Flusswald. Flusswald, wir kommen. Flusswald, okay, der hat das mitgenommen, schade. Wahrscheinlich lag das Horn hier oben drauf. Und er hat es einfach mitgenommen. Der kleine Bengel, der kann was erleben, wenn ich ihn erwische, da. Tor öffnen, aber wenigstens haben wir mal hier. Ist alles leer, 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 leer. Rune. Urne. Mit einem Rubin drin. Ah. Und da ist auch noch mal was drin. Und natürlich hier. Oh, wir werden reichlich belohnt hier. Wir sind reiche Säcke. Oh. Wie viel Kohle, ey. Eins davon hätte ich gerne heute noch. So. Wow. Ebenerzschild des schwindenden Feuers. Sieht gut aus, ey. Sieht der gut aus. Mann, Junge, 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 sieht der gut aus. Den lassen wir uns direkt. 300 Gold. Rollen des Feuersturms. Ein auf dem Zaubern zentrierte Feuerexplosion, die 75 Schadenpunkte verursacht. Nähere Ziele erleiden höheren Schaden. Diadem des geringen Magika. Oh, steigert die Magika um 20. Pelzrüstung des geringen Wiederherstellung. Rüstung 24. Habibi. Abu Sainexo. So was aber auch da. Ich hab schon gedacht, da stand jemand, ey. So, okay. Wir haben alles in den Sack gepackt und können wieder losgehen. Oh, die Freiheit ruft. Oh. Ustengraf. Wir werden dann in Ustengraf. Ustengraf. Okay, raus aus diesen Gemäuern hier. Aus der tiefen Erde. Oh, so genial das Spiel, ey. Die haben das so gut konzipiert. Hebel aktivieren. Der Stein öffnet sich. Sam, Sam!
Iftah ya Samsam. So, haben wir nichts. Ah, warum guckst du denn da rein, wenn da vorne schon draufsteht leer? Leer, 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 leer. Da war ich doch schon, richtig. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay. Das machen wir mal. Uppa. Ah, so weit ist es eigentlich nicht. Ging. So. Und dann geht's da hinaus. Sehr gut. Wir haben es doch geschafft, liebe Leute. Das war echt eine knappe Nummer. Wir sind wieder in den Himmelsrand, in die Freiheit. Wenn der größte König stirbt, halten. Ja, das ist so schnell, das ladet die SSD-Festplatte, ladet einfach zu schnell. So, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder in der Freiheit und müssen jetzt wohin? Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte, liebe Leute. So, nehmen wir mal die Weltkarte. Die Weltkarte. Die Weltkarte. Markierter Ort. Nee, diese Markierung möchte ich eigentlich entfernen, aber egal. Dings müssten wir doch nach Flusslauf, hat er doch gesagt, ne? Da. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Okay, wir gehen am Mortal vorbei. Und gucken. Wir gucken mal, dass wir am Mortal vorbeigehen, ne? Flusswald, da oben ist das, okay. Wo ist denn bloß mein Pferd? Ferdi. Quest. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht unterschreiben. Und ich muss jetzt den Dieb des Horns. Den muss ich holen. Den muss ich holen jetzt. Oh Mann. Der kleine Heckenpenner. Jetzt doch nicht. Hörst du auf. Wir haben überhaupt keine Zeit für sowas. Ah, wunderschöne. Wunderschön. Guck mal den Schmetterling an. Schmetterlingsflügel. Was ist das hier? Sind das hier etwa Eier? Sumpfpilzschotte. Okay, haben wir. Haben wir eingepackt. Wir packen alles ein. Alles können wir in der Stadt verkaufen, ohne Probleme. Immer hier draußen liebe ich den Bogen zu tragen, weil du kannst immer wieder Tiere jagen und sowas, ne? In der Wildnis da zum Beispiel, siehst du? So. Ein schöner Hirsch hier, den ich nicht treffe. Na komm her, Hirschi. Wohin gehst du denn? Hau doch nicht ab. Hirsch. Genau, so, wunderbar. Hirschfell und ein bisschen Fleisch. So, was haben wir denn hier? Noch eine Ruine. Noch eine Ruine. Oh, die schöne Natur. Ah, da kommen wir nicht richtig hoch, so. Cleanste entdeckt. Oh. Hierba. Auf Anhieb geöffnet, liebe Leute. So. Und was ist hier? Keine Ahnung, irgendwie so eine Grabstätte oder sowas. Oh, oh, haha. Adonaj, Habibi, wo bist du denn? Ich brauche deine Hilfe. Die kommen. Und Action. Kommt ihr.
Die kleinen drei Biester. Und haben wir den schon. War nichts Besonderes, ne? Schade, dass ich den Adonagen und meine Begleiterin, ich weiß selber nicht, wo die hingekommen ist. Naja, ist ja auch egal. Wir machen weiter. Also nichts Besonderes. Wir haben es durchsucht. Ab durch die Wälder. Wo auch immer meine Begleiterin ist. Die mir treu dienen wollte eigentlich. Ist aber nicht mehr da. Hüsken, Bützken. Müssen hier durch die Berge wahrscheinlich. So, lass mal hier hoch. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, liebe Leute. Wer will was wieder von mir? Ah, das war nur Dings. Das machen wir in der nächsten Folge. Es geht immer so schnell vorbei. Ich danke erstmal fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Maroxmal. Liked mich.